Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Und zwar, ihr seht schon, Super Mario World Learn to Kaizo. Viele von euch, oder einige von euch wissen wahrscheinlich, dass ich ein großer Speedrun-Fan bin. Unter anderem auch viele Mario oder Super Mario-Geschichten. Darunter auch viele, viele Kaizo-Hacks, die ich mir sehr gerne anschaue. Und auch natürlich, ja, ich sag's ganz offen, von den Rocket Beans, die ganze Kaizo-Geschichte mir anschaue, mit Densen und so weiter und mit Matthias zusammen. Und bin da eh schon ein großer Fan seit vielen, vielen Jahren. Spiele auch gerne selber Super Mario. Und für die Kaizo-Hacks, mich da selber ranzutrauen, ja, habe ich mich bisher nicht so getraut. Und dachte jetzt, okay, warum nicht? Neues Projekt für dieses Jahr? Mal in diese ganze Kaizo-Sache selber reinkommen. Jetzt habe ich eine ganze Weile das alles eingerichtet. Wie das funktioniert, findet man auf diversen Internetseiten. Einfach mal dort nachschauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal diesen ersten Hack. Learn to Kaizo von Nexus 15 von 2017. Das ist immer jeweils ein Level. Da wird uns ein Trick gezeigt. Oder beziehungsweise ist es nur ein Trick notwendig, um das Level zu schaffen. Das fängt auch ganz harmlos an. Ich habe mal in die ersten 3-4 Level reingeschaut vorhin. Und könnte schon ganz spannend werden. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und ja, die ganze Sache mit dem Setup, wie das hier so aussieht im Video dann, werde ich noch ein bisschen optimieren. Das ist jetzt erstmal nur eine Übergangslösung. Da wird sich noch ein bisschen was ändern. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Genau, das Mario A. Das ist die Datei von vorhin und vom Test. Und dann fangen wir einfach mal neu an. Genau. Werden wir schön begrüßt. Dauert ein kleines bisschen, bis das hier weggeht. Ich kann es allerdings nicht mit einem originalen SNES-Controller spielen. Ich hab einfach keinen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich den hier am PC anschließe. Wahrscheinlich mit irgendeinem Tool oder so, irgendeinem externen Gerät nochmal, was das dann. Oder vielleicht gibt es die auch sogar schon neu mit USB-Anschluss. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich nutze dafür jedenfalls erstmal das PS4-Gamepad. So, hat ja auch schöne digitale Tasten. Analoge Tasten. Also, ihr wisst, was ich meine. Das Steuerkreuz. So, in jedem Level haben wir dann diese kleinen Boxen, die kleinen Textfenster einblenden. Und genau, hier kriegen wir dann beigebracht, erstmal mit dem B-Button zu springen. Ich habe das mit dem Gamepad genauso eingerichtet, wie es auch auf dem SNES-Gamepad ist. So, genau. Kriegen wir jetzt beigebracht, ganz normal springen. Und wenn wir den Spring-Button halten, dann sinkt er ein bisschen langsamer zu Boden. Und wie gesagt, ich habe mir schon wahnsinnig viel davon angesehen. Aber nur weil man sich Sachen ansieht, heißt es nicht, dass man darin automatisch gut ist. Wie ich vorhin selber feststellen musste, wir sehen gleich eine Sache, die viele Kaizo-Hacks, naja, nicht besonders macht, aber die einfach, ja, ich zeig's einfach mal. Da haben wir es direkt schon, so einen Kaizo-Block, der unsichtbar ist. Ich springe nochmal dagegen. Und das wird uns vielleicht in einigen Kaizo-Hacks dann mal vorkommen. Denn ich habe vor, wenn wir das hier alles beendet haben, nach und nach mal auch so ein paar richtige Kaizo-Hacks zu spielen. Und genau, da müssen wir jetzt einfach früher springen, dass wir da drüber kommen. Und dann passt das soweit. Die ersten paar Level sind recht einfach. Und ich bin gespannt, wie es nach dem dritten, vierten, die ich vorhin schon mal gespielt hatte, weitergeht. Ich befürchte, der Shell-Jump, der wird mir das erste Mal so richtig das Genick brechen. Ich werde auch später noch, wenn wir dann mal einen richtigen Hack spielen, also nicht, dass das hier kein richtiger Hack ist, versteht mich nicht falsch, ja. Hier geht schon los, da habe ich vorhin ewig dran gesessen. Es wird wahrscheinlich auch jetzt eine Weile dauern. Ich werde später noch einen Todescounter einführen und dann auch noch eine Zeit und so weiter. Aber bloß um zu sehen, wie lange das denn dauert, überhaupt so einen Hack durchzuspielen. Ja, und bei ihm ist es jetzt so, bei diesen Chucks, wenn der die Hände runter nimmt, also immer dann, wenn er gerade die Hände nach unten sinkt und ich springe, dann springt er auch. So, das Ding ist jetzt, so zu springen, dass er im richtigen Moment hochspringt, dass ich dann einfach unten drunter durchkomme. Und das ist echt nicht einfach. Ich habe wohl bestimmt 20, 25 Versuche gebraucht. Das kann eine Weile dauern, ey, ohne Scheiß. Auf einmal hat es dann vorhin. Ja, oh, das war knapp. Das war knapp. Ich bin gespannt, wann mir das erste Mal die Ader platzen. Die Halsschlagader.
Ich drücke dann schon zu zeitig nach rechts und dann komme ich immer, wenn ich nur hier normal runterfalle, wenn ich mich an die Wand presse, geht's. Aber so wie ich dann natürlich ein Stück nach rechts drücke, beim nach unten fallen, rausche ich voll dagegen. Geht doch, mit ein bisschen Abstand. Und dann macht Mario eine kleine Kurve und einen kleinen Sprung, dann hat das schon mal funktioniert. Okay. Da sehe ich auch noch nicht so die Schwierigkeit auf uns drauf zukommen, aber ich denke später, gerade dann gibt es ja so Hacks, die wahnsinnig schwierig sind, aber davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Überhaupt hier erstmal alles zu schaffen, wäre schon mal ganz klasse. So, was kriegen wir hier? Genau, wir sollen einfach bloß schnell da drüber rennen, denn einen Block frei können wir mit... Huch. Okay, da war jetzt gerade irgendwas komisch. Muss ich natürlich im richtigen Moment machen, wenn er gerade unten ist. Moment. So. Gut, passt. Genau. Da können wir einfach so drüber, das ist auch noch nicht so schwierig. Aber ich glaube, das können wir sogar noch mal ein bisschen besser machen. Ja, ich gehe noch mal zurück, möchte noch mal was testen. Okay. Gut. Wenn ich die beiden... Okay, interessant. Eigentlich ist es so, wenn ich die beiden Schultertasten gleichzeitig drücke, dann resettet das das Level nochmal. Ich glaube, so so ist es nicht gedacht. Okay, wir machen es nochmal. Wenn wir nämlich den Sprungknopf gedrückt halten und dann drüber rennen, dann macht er nicht diesen kleinen Schlenker nach unten. Wenn ich schnell renne. Wenn ich nur schnell renne und die Sprungtaste nicht gedrückt halte, dann hat er nochmal so einen kleinen... Keine Ahnung, wie man das hier in Mario-Fachsprache nennt. Die habe ich natürlich nicht drauf oder noch nicht. Okay. 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 Gut. Okay. Okay. Waren da schon 5 Okays jetzt hintereinander, ja? So, pass auf. Bis zu dem Level war ich vorhin sogar, erinnere ich mich gerade. Das hatte ich noch gemacht. Oh! Schade. Das war sehr knapp. Ich wollte ein bisschen Anlauf, wollte ich nehmen. Aber da müsste ich dann schon... Gott. Das ist so traurig. Ich müsste das dann schon besser im Gefühl haben, wann die Kanonenkugeln da rauskommen. Der war gut. Oh, schön. Okay, das hat mir gefallen. So, was haben wir jetzt? Ich weiß nicht, wie viele Level das hier sind. Ich gehe mal davon aus, dass das einige sind, denn es gibt wahnsinnig viele Tricks, die man beherrschen muss, um die ganzen Kaizo-Sachen da durchspielen zu können. Ich weiß nicht, wie viele Hexes es da mittlerweile gibt. Wait until the level. Okay. So wie die losgeschossen hat, soll ich den Spin-Jump machen? Ja. War doof, ne? Okay, mit einem einfachen kommen wir da nicht rüber. Ich glaube, da müssen wir rennen. Und springen. Das war ein bisschen zu weit sogar. Da stoße ich oben immer an der... Nee, das war zu früh, oder? Da stoße ich oben immer an der Kante an. Zu früh. Okay. Jo. Okay, cool. Cool, cool, cool. Das hat funktioniert. Puh. Auch noch nicht so schwierig. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal richtig hängen. Ich möchte jetzt die Folgen auch nicht jedes Mal so wahnsinnig lang machen. Und später, wenn es dann auch länger dauern sollte, das vermutlich auch ein bisschen zusammenraffen oder zusammenschneiden dann. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass für die erste Folge noch nicht notwendig sein wird.
Was ist denn das jetzt hier? Okay. Zack. Okay, ich vermute fast, dass ich da einen Spin-Jump machen muss, wenn die. Ah, fuck. Okay. Wenn die Eule da. Ah, wenn die Eule. Das ist eine Fledermaus. Da runterkommt. Oh, Scheiße. Da muss er wohl schon. Oh Gott. Da muss er wohl schon schneiden. Oh Gott. Das ist ja erbärmlich. Ich empfehle es euch wirklich, versucht's mal. Und dies Jahr habe ich mir das vorgenommen. Das ist mein. Ah, fuck. Ja, wobei, da muss ich da einen Spin-Jump machen? Nee, da kann ich doch auch so auf die drauf, ne? Ich hatte jetzt gerade versucht, noch irgendwie umzugreifen, aber das war dann schon zu spät. Man muss natürlich eine kleine Schippe Geduld mitbringen bei den Geschichten hier. Ach, wie doof. Jedes Mal derselbe Fehler. Okay. Jetzt weiß ich wie. Doch nicht. Zu weit. Okay, gut. Ist ein bisschen dunkel, oder? Jetzt, wo ich mich gerade selber sehe. An sich nicht schön, aber dann auch noch dunkel. Also ich hätte mich weitergelassen. Und jetzt? Das erste Mal, dass ich mich richtig freue, obwohl das nichts ist eigentlich im Vergleich zu dem, was vermutlich noch kommen wird. Disco Shell. Da oben steht es natürlich dann auch immer, um was es sich handelt. Oh, jede Disco Shell. So, ich glaube da. Doch nicht? Okay, ich dachte, auf die muss ein Spin Jump. War ganz okay, aber ich kenne das aus Videos, dass sie das dann deutlich schneller machen können. Okay, das war besser, ja. Also auf die kein Spin Jump. Gut. Muss mir auch merken, wo Spin Jump gemacht wird und wo nicht. Gibt ja auch viele Hacks, die dann einfach so ein paar Sachen noch integrieren und hinzufügen an Mechaniken, die so im Original gar nicht gab. Ach so, was ist denn das jetzt hier? Spin Jump? Porku-Puffer. Okay. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Die Hitbox von dem Vieh ist bestimmt nur die Hälfte von dem, wie es hier im Sprite aussieht. Och komm. So, jetzt pass auf. Nein! Oh. Sind das nicht eher Unterwassertiere? Also im originalen Super Mario World 2? World 2? Vom SNES? Oh komm. Nein!
Ich muss es nicht nochmal machen, ehrlich. Okay, ich glaube, obwohl, einmal probiere ich es noch. Man muss nur tatsächlich mit dem Spin-Jump dann immer rechts gedrückt halten. Ich habe gerade nicht einmal gestoppt. Glaube ich. So, das machen wir nochmal. Doch nochmal. So, jetzt probiere ich nochmal meine. Nee, warte, das war. Doof. Naja, es geht nicht ganz, okay. Ich dachte jetzt, ich kann wirklich halt nur rechts gedrückt halten und dann. Der sitzt aber schon wieder so tief, ne? Hat aber noch gereicht. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich sollte aber vermutlich nicht ins Mikrofon pusten. Bestimmt nicht so geil. Okay. Press down to win. Oh nee. Ach so, ah. Das hätte mir früher mal einer sagen sollen. Schnell nach oben und so. Also wenn ich wirklich nur unten gedrückt halte. Moment, da muss ich mich anders hinsetzen. Ach komm, ja. Ich hasse Unterwasserlevel. Gerade komischerweise nicht gleichzeitig nach unten und rechts. Also der Mario verhält sich gerade ein bisschen wie auch denselben Fehler 10-mal hintereinander macht. Alter. Also normalerweise könnte ich ja nach unten halten und nach links oder rechts. Macht er aber in dem Fall nicht. Das ist das Problem. Ich könnte zwar. Nachdem ich dann nach ein bisschen nach oben geschwommen bin und nach unten loslassen und dann nach rechts, aber boah. Okay. Boah, Alter. Könnte sein, dass ich da. Steuerungs. Technisch ein bisschen was einstellen muss. So weit waren wir noch nie. Ich weiß zwar nicht, wie weit es danach geht, aber das war schon. Oh, scheiße. Oh nein. Nein. Arschloch. Hau ab. Ja, wie gesagt, da. Och, hör auf. Dafür muss ich die Steuerung mit Sicherheit nochmal anpassen. Da habe ich bestimmt irgendwas vergessen, dass das. Nein, nein, nein. Einmal hat gereicht.
Normalerweise müsste das halt gehen, dann nach unten und rechts drücken und dann hier ganz einfach durchschwimmen, aber ich will jetzt nicht, will jetzt hier nicht rumfummeln während der Aufnahme. Das mache ich danach mal. Da überhaupt? Warte mal. Nee. Wir haben es gleich. Konzentration. Bei jedem zweiten Schwimmer macht er dann so einen hohen, ne? Es sei denn, ich würde unten gedrückt halten, schon klar, aber... Nein! Ah, oh Mann, ich wusste, das geht schief. Okay, jetzt pass auf. Das gibt's doch nicht. Kann ich eigentlich auch. Scheitert am ersten Hindernis. So, pass auf jetzt. Oh, nö. Ich glaube, da ist dann schon das Ziel. Es gibt ruhig vor. Dauert bestimmt noch ein paar Minuten. Ich höre jetzt hier nicht auf, bis wir das Level geschafft haben. Ach komm, das ist aber auch so knapp, ey. Ich denke mal jedes Mal, ich habe noch einen Millimeter oder so. Ja, hau ab. Oh, ehrlich. Wenn man nur den Sound vom Video hört, könnte man auch leicht was anderes denken. Habe ich noch andere Möglichkeiten hier irgendwie? Warte mal. Schwinde. Dass ich es doch umstellen muss, dass ich es so vielleicht gar nicht oder nur sehr schwer hinkriegen kann. Es klappt mit Sicherheit auch so, aber ich stelle mich einfach gerade an. Oh, ist nicht wahr, ey. Nein, warum denn? Ach, so weit waren wir schon lange nicht mehr. Also 3 Meter oder so oder 4 oder
In Mario-Maßstäben vielleicht sogar 5. Nein, hau ab! Das hat mich gerade eigentlich nur die Textbox aufgeregt. Versuch's gerade direkt beim Rauskommen da irgendwie eine gute Strategie zu entwickeln. Wenn man das so nennen kann. Nee, kann man nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist oh, wobei. Ah, da muss ich früher drücken. Ich denke mal, bin schon früh genug dran, aber. Oh nein! Hau ab! Nein! Das kann ich, das ist nicht. Da geht es ja noch viel weiter. Es sieht nicht so aus, aber ich glaube ich trotzdem, ich weiß, wie ich den Anfang irgendwie hinkriegen kann. Oh Mann, ich hab gedrückt. Okay.
Komm schon. Jedes Mal derselbe Fehler. Eigentlich denkt man, man irgendwann startet so ein Lernprozess, aber irgendwie ist auch schon spät. Vielleicht liegt's daran. Es ist halt doof mit dem nach unten drücken, ne? Dass das nicht funktioniert. Also es funktioniert aber nicht so, wie ich denke, dass es funktionieren sollte. Das Ding ist, ich kann halt so gut die Höhe halten, ungefähr. No way. Schwierig, da den richtigen... Oh Mann, da fehlt immer nicht viel, dass der dann da vorbeischlittert, aber... Die Hitbox ist wirklich... Die geht bis zum Ende von diesen schwarzen Dingern da. Fuck. Wie lange hängen wir denn jetzt hier schon? 10 Minuten? Ich kann immer versuchen, pass auf, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ach Quatsch. Probier gerade mal. Jetzt klappt's. Okay, jetzt habe ich die Steuerung richtig eingestellt. Ey, sorry Leute. Aber das hätte ich vorher mal noch checken sollen. Habt ihr recht? Aber klappt schon besser. Naja, ein bisschen. Okay. Der kommt ja gar nicht hoch, ey, der Kleine. Der ist ja... Oh, hör aber auf, Mario. Mario. Da bin ich zu hektisch. Warum ich da nicht einfach bei dieser schräge Watte ein bisschen an Höhe gewinne und dann nach rechts rüber zische. Schwimme. Nee, da will er gleich alles auf einmal. So. Oh, das war auch ein bisschen zu viel. Das war einmal zu viel gedrückt. Aber... Warum bloß? Man ist einfach dann zu hektisch. Oder einfach nur doof. Das Ja, Mann! 15 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder kriege. Diesen scheiß Schwimmlevel. Ja, lag an der Steuerung, war halt doof von mir, ne? Jetzt haben wir's, was ist denn das jetzt hier? Test 1. Oh Gott. Nein!
Schlepp den Rhythmus nicht raus und der Typ da rechts nervt. Oh, komm schon. Das war aber gar nicht so schlecht, ne? Genau reingerannt. Okay, einmal abwarten. Nope. Kann ich da drüber? Warum? Warum? Springt da voll rein. Erwischen. Oh, das war super. No, 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 no. Ich hätte zurückspringen sollen. Okay, okay. Nochmal. Wenn ich da direkt losrenne. Ach, doof. Dann komme ich sofort durch. Jo. Ich habe versucht zu zählen. Okay, ich glaube, ich muss bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4. Vielleicht bis 3,5. Oh. 1, 2, 3. Oh nein. Eins, zwei, drei. Oh nein. Bisschen spät. Eins, zwei, drei. Flup. Fast. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Easy. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Ah, der war gut. Ah, der war nicht gut. Kann ich dem schon entgegenspringen? Ah, okay, so könnte es besser klappen. Flip. Oh nein, das schon wieder. Wie soll ich denn... Hinspin. Ja, okay. Er ist nicht gesprungen. So wie ich mir das gehofft hatte. Oh, das war knapp. Ich spekuliere einfach drauf, dass er jedes Mal springt. Ah, nee, das war doof. Da habe ich kurz gestoppt. Da habe ich gebremst. Da habe ich alles falsch gemacht. Und jetzt aber. Wie soll ich denn unter diese Ecke da kommen? Okay, das hat noch funktioniert. Extra doof, ja. Okay, wenn es daran schon scheitert. Gut, oder daran.
Ich weiß gar nicht, wie ich... Soll ich weniger spinnen? Also weniger springen im Allgemeinen, oder? Ich muss das jetzt mal kurz... Hau ab, ey. Ich kann ja nur... Alter, du nervst. Okay, können wir nur probieren. Können wir nur probieren da irgendwie. Genauso dämlich, okay. Danke fürs Springen. Kurz nachdem die geschossen hat, ne? Okay. Oh Mann, nein. Ich will halt immer so knapp wie möglich dann am an der Wand hier links landen. Das war gar nicht so doof, die hatte nur noch nicht voll gespuckt. Danke. Da hätte ich noch ein bisschen abwarten müssen. Oh, ist nicht wahr. Da war es fast. Das packen wir noch. Ich wollte schon längst im Bett sein. Macht nichts. Danke dir. Zack. Und. Das wäre auch wieder zu hoch gewesen. Man könnte natürlich auch zwischendrin mal solche Save States machen, setzen. Also nochmal ein extra Save vom Emulator aus, aber das möchte ich zumindest hier nicht machen. Denke, das ist schon ganz gut, dass wir das hier so lernen müssen. Ich springe auch jedes Mal rein, anstatt nochmal eine Phase abzuwarten, um mir den Quatsch hier dann zu ersparen. Springt er dann lieber ins Feuer rein. Hm? So. Nö. Danke. 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 Au. Oh. Ich glaube, das hätte ganz gut klappen können, wenn ich nicht ins Feuer gesprungen wäre. Knapp. Ich wollte noch mal zurück, aber das geht ja nicht mehr. So, jetzt warten wir. Halt. Und dann müsste ich wahrscheinlich direkt springen, wenn sie gerade am Spucken ist. Ein bisschen später, oder? Nee, 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 nee. Oh, das hätte sein können. Da fehlt schon manchmal gar nicht so viel. Muss ich denn wirklich warten, bis die gespuckt hat? Ja, ne? Springen wäre cool.
oh Gott, da drüben ist noch eine Disco-Shell. Und das hier nach, uiuiuiui. Naja, wobei, wenn ich da nochmal ganz, ganz kurz warte, wenn ich das erste Mal wieder drüben bin, dann könnte es klappen. So, und jetzt. Nee. Boah. Das ist ja gemein. Ah, okay. Da wäre ich jetzt zumindest durch die Feuerdinger durchgekommen. Ein bisschen zu spät. Ah, zu früh. No. Dann springe ich manchmal zu weit, deutlich zu weit, wie jetzt zum Beispiel. Oh, das ist mir aber lange nicht passiert. Zweimal hintereinander, okay. Komm hoch, jawohl. No. Nee. No. Boah. Ich finde das so schwierig. Oder kann ich einfach warten, bis die Feuerdinger da weg sind, dass ich dann einfach so drauf spinnen kann? Oder wie ist denn das bei der Feuerblume? Feuert die auch, wenn ich drauf spinne? Na, so könnte ich zumindest erstmal üben, wie ich da überhaupt rüberkomme. Oder auf die drauf komme, weil das ist mir noch ein kleines Rätsel, wie ich das machen soll. Nein. Manchmal doof, manchmal da ist er dann schon wieder unten. Hm. Ah, der Schwung nicht reicht. So, aber da hat sie gerade Feuer gespuckt und das hat mich dann ins Verderben geführt. Danke, für nichts. Okay. Oh, auch lange nicht passiert. Zack. No. Kannst dann nicht mehr weg, wenn er einmal so wegschnippst, da wie gerade, dann... Das war auch wieder zu doll. Also ich muss nur ganz, ganz sanft springen, dann passt das mit der Weide. Aber halt wirklich, wenn die gerade die... No. Die Feuerbälle da rausgespuckt hat. Oh. Könnte auch sein, dass ich noch früher... Schwierig gerade, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch mal so lange dauert, bis ich da durchkomme. Da müsste ich mich irgendwie durchquetschen. Wenn ich das packen würde. Ich
versuch's gerade mal ein bisschen mit mehr Speed. Vielleicht kriegen wir es ja so auch hin. Springen wäre gut. Keine Chance. Wenn er unten ist und ich lande auf dem, dann rausche ich jedes Mal gegen die erste Blume da oben. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Nein, zu früh. Hey. Blume? So ist es gut. Vom Timing her meine ich. Vom Sprung nicht, aber vom Timing war es ganz okay. Oh, oh. Oh nein. Komm schon, so ein Stück hat gefehlt. Jetzt aber. Jetzt. Aha, wird besser. Wie Dark Souls, ne? Da musst du auch alles zigmal probieren und dann irgendwann. Da bin ich zu. Ein bisschen zu zögerlich gerade. Dankeschön, Chuck. Nope. Packen wir auf jeden Fall noch. Ich sag's an, nächsten 5 Minuten sind wir hier durch. 6. Anstatt sie einfach mal noch wartet, ne? Mal noch eine Sekunde warten. Hallo? So. Ohne hinschauen. Oh, nein! Ohne springen. Zu zögerlich. Zu wenig Sprung. Zu wenig Geschwindigkeit. Keine Ahnung. Spring endlich! Wie dumm, ey. Nein. Nope. Danke. So, jetzt aber. Jetzt packen wir's. Komm schon. Direkt auf die Disco-Shell. Nein! Die Gier! So, schön, wunderschön war das. Oh! Ich dachte, das reicht. Ich dachte, das reicht. Richtig geiler Sprung. Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön fürs Mitmachen. Im ersten Moment dachte ich, nee, ich schaff's nicht. Im zweiten Moment dachte ich, ich schaff's doch. Im dritten Moment habe ich gesehen, dass ich es nicht schaffe. Und dann na, war eh schon alles zu spät. Alter,
Oh, komm schon. Da hätte ich jetzt gedacht, das klappt. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Okay. Holding the balance. Jo. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das war's erstmal bis hierhin. War schon anstrengend genug für mich. Ich bin ein bisschen in Schwitzen gekommen und ein paar Sachen haben mir leicht den Nerv geraubt. Wie dieses Unterwasserlevel. Was allerdings dann nur an der Steuerung lag. Danach ging es ja viel einfacher. Entschuldigt das nochmal und ja, das war's dann erstmal von der ersten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.